Aber dann muss ihn ja jemand angefasst haben. Zwei Leute mindestens. Also ein großer, schwerer Mann. An den Füßen, an den Köpfen und am Kopf und umgedreht haben. Und warum haben die Feuerwehrleute keine Waffen gesehen? Eine MP lag auf dem Sitz, eine Pistole lag auf dem Tisch, eine Pistole lag auf dem Herd. Da war noch kein Schutt. Da war noch kein Schutt. Eine Pistole lag auf dem Herd. Und zumindest der Einsatzleiter hat ja gerade auch den Herdbereich fotografiert, wie er sagt, und gerade den vorderen Bereich. Wir müssen ja auf den Fotos, wenn man die Fotos hätte, könnte man sehen, ob die Waffen da auch schon da lagen. Das eine passt nicht zum anderen. Polizeiakten dokumentieren, wie Einsatzkräfte fragen, ob sie das Wohnmobil bewachen sollen. Keine Absicherungsmaßnahmen erforderlich, die Antwort. Das Wohnmobil steht die nächsten Wochen nicht bei der Polizei, sondern in der Halle eines Abschleppunternehmers. Warum? Wer hatte Zugang? Wann wurden die Fotos der aufgefundenen Waffen gemacht? Wann die der Leichen?